Ja, mal ein kleiner Vlog wieder. Ich habe in der Zwischenzeit schon zwei aufgenommen gehabt, aber immer wieder gemerkt, obwohl ich im letzten auch schon genau das erwähnt hatte, dass sich immer so viel so schnell ändert, dass ich nichts Feststehendes sagen kann eigentlich momentan. Und es deswegen auch eigentlich wenig Sinn ergibt, ja, zu beschreiben, wie die Situation ist, weil sie sich halt so schnell ändert und das würde die meisten anderen einfach nur verwirren und ich weiß auch nicht. Eigentlich möchte ich den ganzen Weg halt noch ja deutlich weitergehen oder ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Vielleicht kommt auch das gewisse Gefühl, dem ich immer näher komme, doch schon recht bald. Auf jeden Fall möchte ich ja einen gewissen Punkt erreicht haben, bevor ich halt wirklich loserzähle. Was sonst, weiß ich nicht, schürt man einfach viel Verwirrung. Ich kann nur sagen, wie es momentan aussieht, aber wie gesagt, es sieht so aus, dass es sich halt ständig ändert, wie es aussieht. Also jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt von einer Woche ausgehe, dann esse ich ungefähr dreimal die Woche und den Rest der Woche meistens Trockenfasten oder Säfte trinken. Und was ich auch in den letzten beiden Vlogs erwähnt hatte, die ich nicht hochladen werde, ja, dass ich maximal 36 Stunden Trockenfaste, weil sonst ja, der Stoffwechsel sich zu sehr absenkt und ich merke, dass ich, ja, dass einfach der Körper mit dem Essen, also mit fester Nahrung, dann nicht mehr so gut klarkommt, nach einer gewissen Zeit und ja, sozusagen diese feste Nahrung wieder den Körper neu verstopft, weil er halt nicht schnell genug nachkommt, weil er sich halt schon so runter reguliert hat, so runter angepasst hat, weil das Trockenfasten ja dreimal so schnell geht wie das Wasserfasten. Also wenn ich dann 48 Stunden trocken faste, dann ist das ungefähr so wie 6 Tage Wasserfasten. Aber man kann es halt nicht eins zu eins vergleichen. Es ist halt nochmal ein Schritt weiter, auch nichts zu trinken und dann von nichts trinken dann wieder zu was Festes essen, auch wenn es nur Früchte sind. Das kann der Körper dann nur in einem bestimmten Maße händeln, wenn es zum Beispiel jetzt 500 Gramm sind, sind es okay, dann steigert man sich dann in der nächsten Mahlzeit auf, weiß nicht, 800 Gramm und am nächsten Tag dann 1 Kilo, danach 1,5 Kilo, dann ist das okay. Aber ich hätte das eher so gedacht gehabt, dass ich die Tage, wo ich dann halt was esse, mich dann auch satt esse und das sind dann, waren dann zum damaligen Zeitpunkt mehr als 500 Gramm und auch meistens mehr als 1 Kilo an Früchten. Und deswegen hat das dann nicht funktioniert und habe dann auch oft dazu geneigt, dann halt zu viel zu essen, um halt satt zu werden an den Tagen zumindest. Und dann wird der Körper sozusagen wieder neu verstopft und dann hat man den Salat. Da muss man halt wieder die ganze Zeit abwarten, weil wenn man dann noch weiter was nachschiebt, dann bringt das einfach überhaupt nichts. Und das kann auch passieren, dass man dann noch weiter was nachschiebt und dann kommt man ganz in eine Abwärtsspirale. Das ist auch bei regulären oder längeren Fasten der Fall, wenn man halt zu schnell wieder zu viel isst oder das Falsche isst, dann macht man sich das Fasten eigentlich komplett kaputt wieder. Und das beachten die meisten auch nicht, dass der Stoffwechsel sich wieder hochregulieren muss, langsam, weil die natürlichen Prozesse langsam sind. Und deswegen hatte ich es dann so gedacht, dass ich dann halt ja, maximal 36 Stunden Trockenwasser, also zwischen 24 bis 36 Stunden, das dann zweimal die Woche, dann dreimal, an 3 Tagen die Woche Säfte trinke ausschließlich und die letzten 2 Tage dann halt esse. Aber halt nicht ganz streng. Es kann auch sein, dass ich dann halt die 3 Tage, wo Säfte sind, dann halt doch was esse, aber dann wenig. Und es kann auch sein, dass ich mal gar kein Trockenfasten mache, sondern halt dann ständig Säfte und was weiß ich. Aber es hat sich jetzt wieder geändert, also es ändert sich halt ständig. Auch hier nach Training und so. Also es ist wirklich jeder Tag komplett anders. Jetzt habe ich eher vor,
Also wirklich das extreme, wirklich extreme Bedürfnis, eine längere Zeit nur Säfte zu trinken, aber ich weiß nicht. Zumindest erstmal nur Säfte zu trinken, vielleicht habe ich dann nach 3 Tagen auch wieder genug und dann passt das wieder ins Konzept rein. Oft war ich in der Vergangenheit einfach zu faul, um ja mehr Säfte zu machen in der jüngeren Vergangenheit. Ja, auf jeden Fall das richtig starke Bedürfnis. Ich weiß nicht, ob. Also es fühlt sich halt so im Darm- und Bauchbereich halt alles richtig verknotet an irgendwie. Und dass der Darm sich irgendwie ja noch stärker reinigen muss. Und das kann er halt nicht, wenn er halt die ganze Zeit feste Nahrung verdauen muss. Oder es dauert halt Jahre. Das kann natürlich auch sein. Andererseits habe ich auch das ziemlich starke Bedürfnis, genug zu essen, täglich oder halt zu trinken. Das muss ich mit Säften noch ausprobieren, ob das halt wirklich zu einer Sättigung führen kann, die halt hoch genug ist, dass man halt sich sehr stark energetisch fühlt die ganze Zeit. Wenn das der Fall ist, sind die Säfte natürlich optimal. Also ich liebe Säfte wirklich am allermeisten. Obwohl eigentlich liebe ich Trockenfasten noch mehr, aber ich bin noch nicht so weit insgesamt, um das halt in längerem Zeitraum halt durchzuziehen. Also ich befinde mich jetzt eigentlich in der Stufe zwischen der Saftstufe und der Frutaria-Stufe. Aber also wenn ich mich immer satt essen würde für optimale Energie, das weiß ich noch nicht, ob das mit einer Saftstufe dauerhaft möglich sein würde. Auf jeden Fall bin ich nach circa 1,5 bis 2 Kilo Früchten so richtig satt. Und nach circa 5 Stunden oder 5 bis 6 Stunden, vielleicht auch manchmal 8 Stunden, dann nochmal eine Mahlzeit aus vielleicht 1 bis 2 Kilo. Ja, dass man so insgesamt am Tag so 3 Kilo Früchte hat, das ist eigentlich so das, womit ich am meisten Energie habe momentan. Entspricht, wenn das jetzt Äpfel wären, 3 Kilo wären so 1500 Kalorien. Die Kalorien an sich, damit kann der Körper nichts anfangen. Das ist halt nur ein theoretischer Begriff, ein theoretischer Wert. Aber um halt mal so die Menge und auch die Menge an Zucker und so weiter festzuhalten. Also zumindest war es vor einer Woche so. Jetzt bin ich schon wieder weiter entgiftet, weil ich auch wieder viele Trockenfastentage gemacht habe. Jetzt auch sogar 2 Tage Trockenfasten gemacht habe und vorher noch 20 Minuten zügig laufen war. Und ich da wirklich gemerkt habe, dadurch, dass halt die ganzen, wie nennt man's, Obstructions, Hindernisse innerhalb des Körpers, du kannst jetzt nicht im perfekten Deutsch ausdrücken, fallen mir spontan nicht die richtigen Begrifflichkeiten ein. Auf jeden Fall ist da halt so viel, die Entgiftung ist ja sehr, sehr stark, wenn man halt wenig isst. Und noch stärker, wenn man halt fastet und am stärksten, wenn man halt trocken fastet. Und wenn man dann noch zusätzlich Sport macht, dann ist die Entgiftung natürlich extrem hoch. Und das habe ich auch gemerkt, dass das auch einfach zu stark ist. Also durch Meditation und so weiter kann ich das, sage ich mal, durchhalten und könnte ich auch dauerhaft machen und hatte auch das Gefühl, dass ich ewig laufen könnte, aber unter starker Anstrengung und starker Meditation. Und da kann man sich dann sagen, nee, es ist nicht nötig, man kann das auch langsamer machen, das ist auch nichts Dauerhaftes, wenn man sich dann halt einmal irgendwie extrem durchquält. Dann fällt man sowieso irgendwann wieder teilweise zurück. Deswegen, ich bin zumindest vor einer Woche circa beim Status gewesen, 1500 Kalorien wäre sozusagen das gewesen, um also mehr essen als das, auch wenn ich den Körper, wenn ich den Stoffwechsel maximal angepasst habe, den kann ich nicht mehr anpassen, wenn ich mehr essen würde. Auch wenn ich mehr gegessen habe, wurde er nicht höher und meine Energie wurde auch nicht größer. Und die Energie war schon so krass, dass ich das überhaupt nicht beschreiben kann. Es könnte sein, dass das mittlerweile jetzt durch die Woche, wo jetzt auch sehr viel Entgiftung wieder war, dass ungefähr 1000 Kalorien reichen, also zweimal 1 Kilo Früchte ungefähr. Aber es kommt auch nicht auf die Kalorien an, wie gesagt.
Es hätten mir auch im damaligen Zustand 3 Kilo Erdbeeren gereicht. Und 3 Kilo Erdbeeren, die haben, Moment, 250. Moment, 6 Gramm Zucker. 3 Kilo, 180 Gramm mal 4, sind nur 750 Kalorien. Also die Hälfte davon. Aber es hätte mir ja auch gereicht für die optimale Energie und optimale Sättigung. Obwohl es auch ein Mindestanteil an Zucker sein muss. Weil es kommt sozusagen aufs Gleichgewicht an. Das verstehen einige noch nicht. Das ist jetzt gar nicht gewertet, sondern ist einfach jetzt eine Feststellung und das, was ich gerne erklären würde. Und da wird dann auch klar, dass die Kalorien nicht das Wichtigste sind. Also bei 3 Kilo Erdbeeren habe ich gemerkt, also ich habe mal an einem Tag zum Beispiel 1,5 Kilo Erdbeeren gegessen und nochmal 1 Kilo Kiwi und 2, 3 Äpfel oder so. Das entspricht ungefähr der Menge. Also ich kann es mir ungefähr ausmalen. Also nach 3 Kilo Erdbeeren bin ich genauso satt und energetisch wahrscheinlich sogar noch mehr, weil das Früchte sind, die mehr in Balance sind, nicht so überzüchtet sind, als wenn ich jetzt 3 Kilo Mango essen würde. Und obwohl es halt nur die Hälfte an Kalorien sind. Es muss aber gleichzeitig eine Mindestmenge an Zucker sein, um die Energie zu haben, weil es auch stimuliert und den Stoffwechsel auch anregt. Weil der Stoffwechsel zu 95% circa ist einfach nur ein Mechanismus der Entgiftung. Das ist jetzt aber nochmal ein anderes komplexes Thema, wofür ich 15 Minuten brauchen würde, um das in den Grundzügen zu erklären. Also ich könnte wirklich etliche, wie nennt man es, Module erstellen und als Studium darlegen. Aber wenn man das alles mit dem Verstand aufnehmen wollen würde, dann gibt es halt nur wenige Menschen, die da überhaupt bereit zu wären. Und es halt auch gar nicht nötig ist, alles mit dem Verstand aufzunehmen. Das ist auch ein anderes Thema, dass das sozusagen nur eine Matrix-Programmierung ist. Wir sind halt alle auch durch die Erziehung und durch die Schule extrem auf den Verstand getrimmt, aber eigentlich braucht man den ganzen Quark gar nicht. Nur halt so ein bisschen als Instrument, um ja so einen Rahmen zu haben und um sich zu orientieren. Aber es ist eigentlich halt nur ein Instrument, so was Beiläufiges und nicht das, worauf wir hauptsächlich funktionieren sollten mit mit unserem Dasein, unserem Bewusstsein und unserer Existenz. Ja, wir haben jetzt 7 Uhr morgens. Ich bin halt noch wach. Ich kann aber auch nicht schlafen. Also ich habe gleichzeitig, entgifte ich halt stark und das macht mich müde. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie trotzdem extrem Zug nach oben. Also ich fühle mich halt so wenig geerdet, dass ich überhaupt nicht schlafen könnte. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte das halt im letzten Trockenfasten auch, dass ich die letzte Woche halt nur zwischen 30 Minuten und 2 Stunden Schlaf brauchte und dann wieder fit war. Und ich denke mal, dass das heute genauso sein wird, dass ich jetzt wieder in diesem Status bin, wo der Geist dann so befreit ist, weil er halt so wenig Widerstand erfährt, durch die ständige Entgiftung des Körpers, dass der Geist einfach befreit ist, weil der Körper macht einfach keinerlei Mucken und dann hat der Geist halt viel mehr Raum, der hat halt den kompletten Raum für sich zur Verfügung, weil er halt nichts mehr anderes ist, was irgendwie Bedürfnisse hätte. Also man hat nicht mehr das Bedürfnis nach Essen, man hat nicht das Bedürfnis nach Trinken, nicht nach Schlafen. Also folglich, was macht man dann? Geistig mehr aktiv sein, geistig mehr machen. Und das ist halt auch so mein Hauptziel, halt den Geist zu befreien. Und wenn er einmal befreit ist, dann kann man eigentlich auch wieder zurückgehen teilweise. Das habe ich aber letztes Mal halt auch versucht und bin das dann aber zu schnell angegangen und bin halt natürlich, weil ich auch so aufgeregt war, wie gekochte Nahrung, also wie das kräftigste Gift sozusagen wieder auf mich wirken würde, bin dann zu weit zurückgegangen, weil ich halt nicht wusste, dass das halt, wenn
Also jetzt werde ich das so machen, wenn ich merke, mein Geist ist befreit, werde ich das monatelang trotzdem weiter treiben und weiter trainieren und meditieren, bevor ich halt wieder wage, was einzubauen, ob ich das schaffe, damit den Geist dann sozusagen umzulenken, abzuwehren oder wie man es auch immer ausdrücken will. Also sozusagen, dass man halt, weiß nicht, dreimal die Woche dann halt ein Stück Toast essen kann und trotzdem seine Energie die ganze Zeit halt aufrechterhalten kann auf dem maximalen Level, weil der Geist das dann halt sozusagen bestimmt, das Energielevel. Sozusagen die Gifte verbiegen in, weil das eigene, man kann auch sagen, Magnetfeld so stark ist, dass dass alle anderen Schwingungen, weil alles ist ja nur Schwingung, dass die anderen Schwingungen halt sich gezwungen, also dazu gezwungen werden, sich der eigenen Schwingung anzupassen. Und ja, in dem Status bin ich jetzt wieder, wo ich wahrscheinlich, wo ich bei dem letzten Trockenfasten in der letzten Woche war, wo die Bedürfnisse dann halt fast nicht mehr da waren. Also ich habe jetzt auch keinerlei Durst mehr oder Hunger, kein Bedürfnis danach. Ich habe halt ein leichtes Bedürfnis zu schlafen oder mich aus, eigentlich noch nicht mal ausruhen. Ich ein leichtes Bedürfnis, mich einfach zu betäuben irgendwie, weil der Geist dann halt so aktiv ist. Gleichzeitig habe ich aber, fühle ich mich so krass aufgedreht und dass ich gar nicht, ich kann das nicht richtig beschreiben, es hört sich halt immer falsch an, egal wie ich es versuche auszudrücken, es hört sich immer falsch an. Also es hört sich so an, als ob der Körper halt wirklich das Bedürfnis hätte zu schlafen, aber man könnte es ihm nicht geben, aber es ist nicht so. Ja, wie kann ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, dass man es verstehen kann. Ich weiß es einfach nicht. Das kann man eigentlich nur erfahren. Das ist halt immer das Problem auf diesem Weg oder halt allgemein für spirituelle Leute oder weil man es halt nie, diese Erfahrung nie rüberwerfen kann zum anderen. Entweder hat, kann der andere sich das vorstellen, weil er stark über den Tellerrand geschaut hat, oder halt eine starke Vorstellungskraft hat oder es vielleicht in vergangenen Leben schon erlebt hat. Oder halt auch diesen Weg gehen will, oder wenn man es halt nicht versteht, dann ist es halt auch nicht der Weg von einem, dann ist das in Ordnung. Sogar mehr als in Ordnung, das ist halt ganz normal, weil halt jeder Weg anders ist und dann bringt es auch nicht viel da weiter zu recherchieren, zumindest noch nicht. Ja. Was kann ich noch sagen? Also ich habe, wie gesagt, das starke Bedürfnis nach Säften, also wenn ich, also jetzt habe ich im Moment das halt nicht das Bedürfnis nach irgendwas, aber wenn es halt zu krass wird, dann habe ich das Bedürfnis trotzdem nicht zu essen, erstmal eine Zeit lang. Aber ich weiß nicht, ob das nach 3 Tagen dann wieder passé ist, wenn sich bis sich der Stoffwechsel dann wieder angepasst hat, durch das Säfte trinken, dann halt wieder leicht feste Nahrung integrieren und dann wieder komplett feste Nahrung. Und ob ich dann erstmal da weitermache und halt zwischendurch mal wieder so 36 Stunden Trockenfaste. Aber jetzt hatte ich auch erstmal Lust, ja, das 2 Tage halt durchzuziehen, wieder so ein bisschen, weil sich das gerade wieder sehr gut angefühlt hat. Und ich halt, wie gesagt, trotzdem joggen konnte und mein Geist sich jetzt halt deutlich befreiter fühlt dadurch. Ja. Schneller in Gifte und so weiter. Aber ich merke halt auch, wie krass gut sich das anfühlt, wie gesagt, was zu sich zu nehmen. Und da muss ich, wie gesagt, noch ausprobieren, ob Säfte da reichen. Wenn nicht, dann werde ich halt essen. Und da kann es dann sich halt dann zwischen 1000 und 1500 Kalorien oder anders ausgedrückt, drückt zwischen 2 und 3 Kilo Früchte in Anführungszeichen, ja, brauche oder halt zu mir nehme, um maximal Energie zu haben. Aber momentan fühlt sich das Trockenfasten auch noch gut an, weil ich halt trotzdem wieder Sport machen kann und so weiter. Ich merke dann halt schon wieder, wie das Herz deutlich intensiver und schneller pocht, bei deutlich weniger Geschwindigkeit. Aber gleichzeitig schaffe ich es, ja, dass das Herz mehr und angestrengter pocht, auch über eine längere Zeit, ohne dass es sich irgendwie anstrengend anfühlt für den Körper. Das ist halt so die Sache.
Das ist halt allgemein die Sache, wenn man halt weniger Gifte im Körper hat. Ja, irgendwann schlägt das Herz auch nicht mehr so stark, wenn das ist halt auch nur ein Entgiftungszeichen. Aber dennoch habe ich im Vergleich zu früher so wenig Gifte im Körper, dass das den Körper gar nicht, ja, dass das gar keine so eine Anstrengung mehr verursacht. Also es macht mir überhaupt nichts aus irgendwie. Das erinnert mich dann auch an diese sogenannten Hochpulser. Es gibt im Ausdauersport ein Phänomen namens Hochpulser, die halt ständig einen sehr hohen Puls beim Laufen haben. Und so fühle ich mich dann. Wahrscheinlich sind das halt die Leute, die dabei immer irgendwie stark entgiften, weil die halt so einen, ja, einen Stoffwechsel haben, der das halt begünstigt oder was weiß ich. Ja, es fühlt sich halt wie gesagt nicht anstrengend an. Ich kann auch also ich kann mich viel weiter treiben in Sport und auch in anderen Dingen. Also viel weiter aus der Komfortzone heraus, weil man sich halt so befreit fühlt. Also es fühlt sich alles viel einfacher an, obwohl das Herz halt viel schneller pocht und ja, einfach nur schneller pocht. Es fühlt sich nicht anstrengend an. Es fühlt sich nicht schmerzhaft an, nicht falsch an. Ich kann dann auch wenn ich dann sofort anhalte, also wenn das Herz sehr, sehr schnell pocht, sagen wir mit 200 Schlägen pro Minute kann ich sofort anhalten, also abrupt stehen bleiben und das Herz pocht halt weiter und trotzdem hat das keinen Effekt auf mich. Es hat auch wieder geblitzt, heute, wo ich joggen war, habe dann direkt in die Blitze geguckt. Es macht mir einfach nichts aus. Es macht mir nichts aus, wenn ich nicht schlafe und oder wenn ich halt wenig schlafe. Und es macht mir nichts aus, wenn ich nichts trinke, nichts esse. Das ist halt so die Sache, wo der Weg hingeht, dass halt irgendwann einem nichts mehr ausmacht. Wenn man, ja, man nimmt halt für sich an, man manifestiert, dass halt alles Schwingung ist und deswegen kann man auch alles beeinflussen. Das passiert dann eigentlich einfach unterbewusst, wenn man diesen Weg geht oder automatisch irgendwann. Ja, automatisch könnte ich nicht sagen, weil ich kenne halt auch einige, die halt den Rohkostreinigungsweg gehen und trotzdem halt sehr anfällig sind, sogar noch anfälliger sind als früher für Gifte, für Stress, auch sterben halt irgendwann. Ja, aber meine Programmierung irgendwie, die ich mitbekommen habe, von wo auch immer, vom höheren Selbst oder letzten Inkarnation, da funktioniert einfach automatisch, dass dann halt dieser, man könnte es auch sagen, mit Indigo-Kindern oder was weiß ich. Bei mir ist das irgendwie in meine DNA oder irgendwo einprogrammiert. Bei mir funktioniert das halt automatisch, wenn ich diesen Weg gehe, weil es halt mein Herzensweg ist und der Weg, der halt mir einprogrammiert wurde, dass wenn ich den Weg gehe, dass dann automatisch so funktioniert, dass ich dann sozusagen in Richtung Meisterschaft gehe. Und das ist halt sozusagen die Meisterschaft, ja, diese physische Realität als spirituell zu sehen, als spirituell anzuerkennen, dass es einfach nur eine Manifestation ist, sozusagen. Wir nehmen es halt nur mit unserem Wahrnehmungsorgan wahr. Wir sehen einfach auch in einem Tisch nur Schwingung, die manifestiert sich aber, weil unsere Wahrnehmungsorgane so programmiert sind, die Sachen so zu sehen, sehen wir sie halt so, aber trotzdem. Und die anderen Wahrnehmungsorgane auch halt, wenn wir es dann anfassen, dann sind wir einfach nur darauf programmiert, dieses, was wir angefasst haben, dass das dann umgewandelt wird in elektrische Reize und unserem Gehirn interpretiert wird. Aha, das ist was Festes. Das ist dann aber eine Interpretation, die in uns einprogrammiert wurde. Im Prinzip ist das nur eine Schwingung, die so wahrgenommen wird, als sei es was Festes. Und es ist so, dass sie als Festes erscheint, weil das halt eine sehr niedrige Schwingung ist und damit auch unveränderlich ist. Und dann zum Beispiel Licht die höchste Schwingung ist oder Liebe. Auf jeden Fall beides eine sehr hohe Schwingung und dann halt nicht mehr greifbar ist, weil sie sich nicht mehr fest und nicht mehr dicht anfühlt. Aber es ist halt beides eine Schwingung, nur eine andere Frequenz. Und das hat die Quantenphysik ja auch schon lange bewiesen, ist halt immer noch nicht durchgedrungen zu den meisten. Also zumindest nicht in die Popularität, also in die Mitte rein sozusagen. Ja, und das geht halt alles unterbewusst, weil jeder weiß das halt eigentlich im tiefsten Inneren, weil im tiefsten Inneren ist halt jeder gleich. Es ist nicht nur jeder gleich, sondern es ist
ein und dasselbe. Kern von uns allen ist dasselbe, nicht das Gleiche, sondern ist eine einzige Sache. Es gibt nur einen Kern. Und wenn wir dann zurückkehren, dann sind wir halt sozusagen wieder diese Urenergie. Aber das Geniale ist ja, dass wir gleichzeitig auf diese Erde wandeln können, obwohl wir halt diesen Kern wieder aktiviert haben, also diese starke Verbindung dazu, dass wir sozusagen uns selber als Götter, also zum Göttlichen zurückkehren, aber uns auch als Götter manifestieren in einer physischen Realität oder physisch anmuten, weil wir halt wissen als Götter, dass diese physische Realität auch nur Schwingung ist, unsere Natur ist Schwingung, die, weil nichts anderes existiert. Diese physische Realität ist auch nur Schwingung, deswegen macht es gar keinen Unterschied, sich hier auch physisch zu realisieren, zu manifestieren. Es macht halt nur den Unterschied, dass es halt Spaß macht, gleichzeitig diese Erfahrung zu machen. Ja, also wir können, aber wie gesagt, es gibt es halt nur einen Kern, zu dem es zurückzukehren gilt. Wer es halt möchte, also es gibt da halt kein richtig oder falsch. Nur diese Erde entwickelt sich halt auf diese Schwingung hin zurück, diese Urschwingung zu dem Kern. Aber der Kern ist ja auch nichts Festes. Der Kern ist ja eben diese Schwingung oder Veränderung an sich. Und die ganze Erde, die hebt halt ihre Schwingung an und kehrt damit dann halt dahin zurück. Und die halt nicht bereit dafür sind, die werden halt liebevoll umdisponiert. Also erstmal sozusagen kriegen die eine Pause und inkarnieren dann auf einer anderen Welt neu. Ich hab Bock drauf. Ja, was kann ich noch sagen? Also, wie gesagt, passiert das bei mir persönlich unterbewusst hin zu dieser Meisterschaft. Das ist auf jeden Fall definitiv mein Ziel. Nichts essen ist eigentlich nur ein Zwischenschritt, nur eine Voraussetzung dafür. Ich hatte gerade mal ein bisschen Bock, Double Bizeps zu machen, aber passt nicht. Nein. So sieht das nicht mal eindrucksvoll aus. Nein. Ja. Aber ich bin noch lange nicht da, also noch lange nicht. Ich bin zwischen der Stufe Frutaria und Liquidaria, aber Frutaria halt mit, ja, deutlich weniger Essen wie die meisten. Die meisten hauen sich ja morgens, mittags, abends mehrere Kilos Früchte rein, auch Durian, Avocados, also ständige Neuvergiftung immer. Also ich bin zufrieden mit dem momentanen Trockenfasten, weil halt, wie gesagt, mein Geist dadurch so befreit wird, dass halt auch nichts Neues immer nachkommt, dass ich halt deutlich durchpushen kann, obwohl halt diese scheinbar höhere Anstrengung für den Organismus existiert. Gleichzeitig kann ich durch den Geist das dann aber wieder kompensieren und ja, also ich merke halt, wenn ich beim Joggen nicht meditiere, dann habe ich da keine Energie. Dann bin ich auch blockiert und kriege auch Bauchkrämpfe und Schmerz und so weiter. Wenn ich dann aber meditiere und versuche halt, ich sage mal, meine Chakren zu normalisieren, zu hereinzuhalten, offen zu halten, mich zu lösen insgesamt, dann ist das alles sofort weg, die Verkrampfung, die Schmerzen. Die Energie ist da, ich kann beschleunigen und so weiter. Und das geht eigentlich bis ins Endliche hin. Deswegen bin ich damit eigentlich momentan zufrieden, weil das dann auch mich geistig fordert, das wirklich zu machen. Deswegen ist ein 7-tägiges Trockenfasten eigentlich auch genial, weil es einen dazu zwingt, die Chakren zu öffnen, zu meditieren, offen zu halten, sich reinzuhalten, sich den höheren Energien zu öffnen, weil man halt sonst abnippeln würde. Ja, aber die meisten, die schaffen es halt noch nicht und ich schaffe halt auch noch nicht viel und ich bin auch noch nicht bereit, dauerhaft in dieser Stufe zu sein. Aber es ist halt momentan okay, aber ich habe auch Bock wieder zurückzugehen, also zumindest zu Säften in jedem Fall. Aber ich kann eigentlich nichts in jedem Fall sagen. Es kann alles passieren. Es existiert auch keine Zeit. Es kann auch jetzt passieren, dass ich sofort nie mehr was esse und trinke. Also ab diesem Moment kann auch sein. Weil ich auf Knopfdruck habe ich auch vor ein paar Wochen auch einfach ja mein Körper verlassen als Geist. Mein Körper ist also auf Knopfdruck habe ich mich halt so geöffnet,
weil ich auch so gelangweilt war irgendwie vom Körperlichen und so weiter. Mein Körper ist komplett vornübergefallen, konnte nicht mehr kontrollieren, war nicht mehr da, war Blackout, aber ich war trotzdem geistig noch da und habe halt gemerkt, wie ich halt meinen Körper verlassen habe. Hatte aber, ja, dann ist mir aber eingefallen, das kann ich halt meinem Umfeld nicht antun. Und ich habe auch Lust auf die Erfahrung mit einem physikalisch unsterblichen Körper, was dann sozusagen die Meisterschaft und die fünfte Dimension sozusagen, ja, auf dieser Erde. Deswegen bin ich dann halt sofort zurückgegangen, war aber anstrengend, sich zurückzuziehen, ja, sozusagen seinen Geist zurückzuziehen in den Körper, das war schon anstrengend. Also es kann auf Knopfdruck alles passieren, deswegen existiert auch keine Zeit, deswegen ist auch alles sofort möglich. Und deswegen kann ich auch eigentlich nicht sagen, wie es ist und wie sich's entwickelt. Ich, ja, doch wie es ist, kann ich sagen. Es existiert halt nur der Moment. Und was so meine Gedanken und Wünsche sind, aber eigentlich macht es keinen Sinn oder wenig Sinn, glaube ich, die Gedanken und Wünsche zu äußern, weil sich das halt ständig ändert. Und die Veränderung ist auch eigentlich der wahre Kern des Menschen. Ja, ich sag's aber halt trotzdem. Also ich habe halt, wie gesagt, wahrscheinlich, ich kann es noch nicht mal sagen mit wahrscheinlich, aber ich sag's trotzdem, obwohl es eigentlich falsch ist zu sagen. Ich sag's jetzt einfach trotzdem, nur um irgendwas sagen zu können. Deswegen gibt es auch gewisse Meister, die halt die ganze Zeit nur schweigen, weil man kann einfach nichts mehr sagen irgendwann. Macht einfach gar keinen Sinn mehr. Ich weiß auch nicht. Mich verstehen ja so die wenigsten. Also auf Säfte habe ich auf jeden Fall Lust, sage ich mal. Und dahin wird sich wahrscheinlich entwickeln wieder. Und auch, dass ich halt wieder Früchte esse. Manchmal kann es auch Salat sein. Habe ich in den letzten 4 Wochen aber nicht gehabt, einen Salat oder irgendwas anderes. Eigentlich nur Früchte. Weil wie gesagt, dieses sich komplett satt essen, satt sein, das hat halt auch so seine Vorzüge und seine, ja, seine Anregung sozusagen. Man ist auch deutlich stimuliert, man fühlt sich extrem gelassen, extrem peaceful, extrem liebend, extrem energetisch. Man kann alles, also hat man so das Gefühl, ich bin im Joggen auch deutlich schneller und deutlich ausdauernder noch. Aber es trainiert halt meinen Geist nicht. Ich muss mich dann halt null anstrengen. Man isst einfach die Früchte und ja, isst dann einfach mit einem Ess. Man existiert dann einfach sozusagen. Man muss nichts machen. Alles ist dann irgendwie perfekt und alles geht automatisch. Und das finde ich halt so ein bisschen zu lasch, sage ich mal. Ein bisschen zu komfortabel, ein bisschen zu einfach. Andererseits denke ich mir dann auch, ist halt nicht diese Einfachheit genau das Ziel. Da denke ich mir ja, aber gleichzeitig ist es für mich zumindest auch Ziel, weiter zu trainieren, den Geist und weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Ich denke, dass halt beides richtig ist. Deswegen will ich halt auch beides integrieren eigentlich, auf sozusagen den Mittelweg gehen halt. Auf einer Seite die Früchte essen und Fruchtsaft trinken, auf der anderen Seite dann aber auch wieder Phasen machen oder haben, wo ich dann halt den Geist trainiere und Trockenfasten und so weiter. Nur ist das Problem, ist das körperlich. Der Körper kann halt nicht schnell genug umswitchen, dass er halt nach 2 Tagen Trockenfasten wieder plötzlich ganze Früchte verträgt. Aber der Vorteil ist auch, je gereinigter man ist, desto mehr hat man diese Energie, die ich halt jetzt beschrieben habe mit den 1500 Kalorien Früchten, hat man dann mit weniger Essen und irgendwann auch mit nur Trinken. Das heißt, man muss eigentlich nur seine optimale Balance finden. Daraus kommt es an. Und jetzt bin ich ja schon entgiftet als letzte Woche. Jetzt konnte es dann sich halt mit nur Säften, wenn ich dann halt 2 Liter Säfte oder 3 Liter Säfte am Tag trinke. Ich sage einfach mal 3 Liter. Verdünnte Säfte, weil sonst der Zuckerspiegel zu sehr, weiß nicht, durch die Gegend fliegt, weil die Ballaststoffe ja weg sind und so weiter. Kann es sein, dass ich dann damit dann halt dass ich halt so viel Energie habe, dass ich nie zu keinem Zeitpunkt mehr Energie haben könnte, wenn ich noch mehr konsumieren würde oder halt was Festeres essen würde, also sozusagen den optimalen Zustand mit Säften erreicht habe.
Es könnte natürlich halt sein. Und das ist halt der Vorteil, wenn man halt den Mittelweg geht. Einerseits, dass es halt stabil ist, dass man nicht so weit zurückfällt und dann halt wieder alles von vorne machen muss, was ich halt in der Vergangenheit öfters erlebt habe. Und gleichzeitig, dass man halt, wenn man halt auf die eine Seite geht mit Trockenfasten, die andere Seite sozusagen nachzieht, indem man halt immer weniger braucht, um halt das sogar noch mehr Energie zu haben. Also nicht nur den gleichen Maßen zu haben, sondern halt noch mehr Energie zu haben, mit weniger Konsum von irgendwas. Und ja, aber man merkt auch, was vielleicht die ganze Zeit, wie ich die Augen manchmal so komisch mache, das ist einfach die Entgiftung, weil es halt die Gifte ganz im Blutkreislauf sind und so weiter, weil das Trockenfasten noch nicht weit genug fortgeschritten ist, dass halt nicht mehr viel über den Blutkreislauf kommt. Jetzt bin ich halt noch so hydriert, deswegen konnte ich halt auch noch laufen, habe auch die ganze Zeit Schleim ausgespuckt, also Flüssigkeit mit Giften, also sogar Flüssigkeit sogar noch durch Spucken verloren. Also bin ich jetzt noch so hydriert, dass halt noch die konventionellen Wege der Entgiftung genutzt werden, das ist Blutkreislauf und so weiter. Und die anderen gehen natürlich auch durchs Hirn und so weiter und die Gifte zwingen mich dann halt oft zu solchen Spastiken und solchen Spacken. Also ich hatte das früher öfters, also das sind alles einfach nur Gifte im Körper, auch ADHS, ganze Bewegungsdrang und was weiß ich. Also einfach nur Gifte im Körper. Ja. Und wenn ich im Trockenfasten noch einen Tag weitermachen würde, weiß ich aber nicht, ob ich es mache, dann ab dem dritten Tag wird halt umgestellt und die Gifte werden direkt in den Zellen verbrannt und der Blutkreislauf wird halt deutlich geringer genutzt, um Gifte zu eliminieren. Und die Nieren werden auch weniger genutzt. Ja. Ist alles halt recht komplex und muss halt sehr viel wissen. Ich könnte eigentlich wirklich, also ich muss auf jeden Fall, und ich habe ein positives Gefühl bei dem Wort muss in dem Fall, weil es halt das Bedürfnis danach, was ich gleich erzählen werde, noch stärker ist als ein Wollen. Das ist so stark, dass ich bei dem Müssen sogar ein positives Gefühl habe. Ich weiß nicht, ob man es verstehen kann. Ich muss auf jeden Fall ein Buch darüber schreiben irgendwann und vielleicht, also auf jeden Fall eine kürzere Version auch, oder halt gegliedert in, ja, so eine Übersicht, aber gleichzeitig auch so gegliedert in Einleitung oder Einführung und so Aufbaumodule insgesamt, so ähnlich wie ein Studium, was über mehrere Monate selbst eingeteilt geht. Weil es gibt halt so viel darüber zu wissen, wenn man das halt zumindest mit dem Verstand machen möchte. Ja. Ich wiege momentan, glaube ich, so um die 65 Kilo und das meiste Gewicht ist an den Oberschenkeln immer noch. Aber wenn ich vergleiche, also ein Oberschenkel sieht als, wenn ich mir den Vergleich, den ganzen Rumpf angucke, also Brust und Bauch und so weiter, und dann das Bein, das ist fast so dick wie mein ganzer Bauch mittlerweile. Weil ich die Muskeln einfach nicht loskriege von den Beinen und da einfach am meisten Muskeln habe durch den Kraftsport, weil im Kraft-3-Kampf trainiert man fast nur Beine. Weil durch das Kreuzheben, das trainiert fast nur den hinteren Teil der Beine und Kniebeugen halt auch fast nur Beine. Ich habe fast nur Kreuzheben gemacht und nebenbei Kniebeuge, weil man damit halt noch mehr Gewicht stemmen kann als mit Bankdrücken und dann kann man halt die Gesamtgewichtszahl, die man stemmt, wenn man die drei Übungen halt zusammenrechnet, dass das Skalieren, das Kreuzheben, die Kniebeuge einfach viel besser. Man kann sich da viel schneller steigern und damit dann halt viel mehr Gewicht insgesamt heben. Es kommt halt darauf an, auf die Summe der drei Übungen sozusagen in diesem Kraft-3-Kampf. Deswegen trainieren die meisten halt vorwiegend Kreuzheben. Da kann man am meisten machen und dann Kniebeuge. Und ich habe da halt so wie ein Verrückter trainiert, so dass ich schon innerhalb von einem Jahr auf über 200 Kilo im Kreuzheben kam und auf 180 Kilo in Kniebeugen und danach dann, also meine Bestleistung Kreuzheben war 210 Kilo, aber ich habe für die 200 Kilo nur ein Jahr an Training gebraucht und Kniebeugen bei meinem fünften,
Also ich habe nie Kniebeugen im ganzen Leben gemacht. Beim 5-Kniebeugetraining habe ich dann 110 Kilo mal 30 mit 30 Wiederholungen gemacht. Ich einfach wie ein Verrückter trainiert habe, weil ich halt schon immer meine Grenzen überschreiten wollte und schon immer wusste eigentlich, dass das alles eine Illusion ist und dass man viel mehr kann, als irgendwie die Normalität sozusagen in Anführungszeichen vorschreibt oder den Anschein machen lässt. Und das finde ich auch nicht wirklich viel Genetik, weil ich merke ja auch jetzt, wie ich viel mehr im Ausdauersport abgehe als fast alle anderen. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt eine Kraftgenetik habe. Es könnte höchstens sein, dass ich halt allgemeine gute Genetik habe, aber ich glaube einfach, ja, das glaube ich schon dran, dass ich halt damit inkarniert bin mit einer guten Genetik, aber dass man halt das durch den Geist, durch Epigenetik halt beeinflusst kann. Durch Epigenetik ist das ja auch schon teils bewiesen, also zumindest durch Ernährung wurde halt bewiesen, dass das halt die Genetik verändern kann durch epigenetische Schalter. Und was wurde noch erwiesen? Ach, keine Ahnung. Da habe ich jetzt den Faden verloren. Also solange jetzt halt die Gifte noch im Blutkreislauf sind, bin ich halt ein bisschen müder als normal. Aber ich denke, also ich habe eigentlich keine Lust, das Trockenfasten jetzt noch einen Tag weiterzuführen, weil dann wird es halt zu langwierig, dann wieder den Stoffwechsel anzupassen. Dann muss ich halt wieder mit Säften weitermachen, dann langsam Früchte essen und weiter. Das ist mir zu blöd. Da halt, wie gesagt, die Balance finden. Und die ist bei mir halt immer anders, weil sich das halt auch ständig fortschreitet, stark fortschreitet. Das ist dann halt, deswegen ist das ein tägliches neues Evaluieren von wo man gerade steht und ein stetiges, starkes auf sein Gefühl achten, um halt effektiv weiterzukommen. Und somit kommt man dann wirklich sehr schnell weiter, indem man halt wirklich täglich und auch mehrmals täglich neu in sich hineinhört, auch neu den Verstand bemüht, sein Ego nicht zu sehr durchkommen lässt, was es halt will, sondern halt wirklich das, was halt, wie es halt am besten momentan ist, was der Körper einem halt sagt und wie halt auch die Gesetze auf einen wirken. Also es gibt halt Gesetze, die auf einen wirken, nur verändern die sich ständig. Die Gesetze sind halt nicht global zu sehen, sondern die gelten immer nur für einen selber. Und wenn man sich halt so in der Masse befindet, gelten natürlich auch die Gesetze, die in der Masse so gelten. Aber wenn man sich halt nicht mehr in der Masse befindet, dann kann man auch irgendwann levitieren und so weiter. Aber da bin ich halt noch lange nicht. Bei mir gelten halt auch die meisten Gesetze, die bei anderen gelten, halt nur stark, also deutlich verringert mittlerweile. Und da muss man halt dann immer sehen und halt immer versuchen, realistisch zu bleiben und eventuell auch mit Experimenten ausprobieren, wo halt die individuelle Realität momentan angesiedelt ist. Und ja, meine Balance ist zumindest, also wenn ich halt 2 Tagen Trockenfasten mache, dann muss ich halt mit Säften weitermachen. Es kann aber, wie gesagt, sein, dass ich halt mit Säften dann absolut satt bin, dass das dann halt wirklich reicht. Und das dann halt einmal die Woche essen reicht insgesamt. Aber ich habe eigentlich schon, einfach schon aus Faulheit, nicht die ganze Zeit Säfte machen zu müssen, Lust, öfters einmal die Woche was zu essen. Und ich möchte das halt auch noch ausprobieren, wo dann halt wirklich die Grenze ist. Ob die sich jetzt wirklich nach unten verschoben hat, die Grenze, wo ein noch mehr Essen keinen Sinn macht. Das heißt, ich würde jetzt oder müsste dafür dann halt mit Säften jetzt erstmal weitermachen, den Stoffwechsel halt maximal wieder steigern und gucken, wo dann die Grenze ist, wo da halt nicht mehr gesteigert werden kann, wo ich halt maximal Energie habe. Ob das jetzt wirklich unter den 1500 Kalorien ist wie vorher, da bin ich mir eigentlich fast zu 100% sicher, dass das der Fall sein wird. Und ja, dann weiß ich aber die Grenze, das kann ich dann halt durch Ausprobieren wissen. Aber eigentlich kann ich die jetzt auch schätzen, weil ich halt so ein gutes Körpergefühl habe. Und das Ausprobieren wäre eigentlich nur ein größerer Zeitaufwand. Aber ich kann es halt empfehlen, wenn man sich halt unsicher ist. Und ja, dann anhand dieser Grenze, die man dann halt ausprobiert hat, kann man dann den Rest wieder anpassen. Aber das Problem ist, am nächsten Tag sieht es dann wieder anders aus. Und dann kann es wieder anders sein. Und das ist eigentlich zumindest ein Half-Time-Job. Also ich habe keine Lust, das aus einem Full-Time-Job zu machen, weil so schnell muss das ja auch gar nicht gehen.
Also es gibt halt Wochen, wo ich mich dann halt gar nicht drum kümmere, wo ich es dann einfach laufen lasse. Man kommt halt trotzdem immer weiter. Es ist halt immer eine individuelle Entscheidung, wie schnell man es halt machen möchte. Momentan habe ich halt wieder Bock drauf, mich ein bisschen darauf zu fokussieren, weil es einfach Spaß macht. Und man kann es aber auch genauso gut laufen lassen, man wird immer Fortschritte machen. Ja, wie gesagt, weiß ich dann halt nicht, wie es im Endeffekt aussehen wird. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich auch wieder essen. Werde ich auch wieder weiterhin Früchte essen, ab und zu auch wieder Salat. Nur Fett wird es eigentlich nicht mehr geben. Da habe ich auch kein Bedürfnis mehr nach. Also Fettfrüchte und Nüsse und so weiter, da muss schon ein starker Notfall sein. Ich hatte so einen Notfall, hatte dann aber wirklich nichts zur Verfügung, außer gekochte Erdnüsse, die eigentlich Hülsenfrüchte sind, auch stark schleimbildend sind, weil die Stärke enthalten und Fett enthalten, auch noch gekocht sind. Davon hätte ich 2 Wochen ungefähr gebraucht, um mich davon zu erholen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Salat hatte ich nicht da. Sonst hatte ich auch nichts da. Auch keine Trockenfrüchte. Und dann gab es halt keine andere Möglichkeiten. Der Stress war wirklich stark. Und ich habe auch gemerkt, wie mich das ausgezehrt hat und wie mich das deutlich geschwächt hat. Aber am nächsten Tag war dann trotzdem wieder alles gut. Es war halt einfach nur anstrengend, das durchzuhalten. Und Meditation hatte da halt was gebracht, aber halt nicht genug. Und es war dann halt eine Leiterfahrung. Am nächsten Tag war alles wieder okay. Und wenn das halt so ist, dann habe ich eigentlich keine Angst mehr vor irgendwelchem Stress und versuche das halt trotzdem immer durch Meditation oder halt durch Sport. Ist für mich einfach die stärkste Form der Meditation bei mir persönlich, zu lindern oder den Stress abzubauen. Und durch Sport kann man halt angestaute Energien halt freilassen, wieder loslassen. Das ist einfach nur eine Form von Meditation, weil den Sinn hat Meditation ja auch, unter anderem. Und durch Sport kann ich das halt viel besser erreichen und viel effektiver und viel spaßiger für mich. Ja. Ich habe schon irgendwann in der Zukunft das Ziel, das allein durch Meditation zu schaffen, also allein mit dem Geist, ohne das Körperliche groß zu involvieren, aber da bin ich noch nicht. Da war ich vielleicht mal ein paar Wochen, aber da bin ich nicht dauerhaft, und weil ich das auch nicht, wahrscheinlich noch nicht dauerhaft schaffe, schlage ich mir jetzt erstmal aus dem Kopf und mache dann erstmal wieder meinen Sport, weil es im Prinzip genau das Gleiche ist, nur dass halt das Physische involviert ist, aber das Physische ist, wie gesagt, halt auch das Geistige. Ist im Prinzip dasselbe. Und deswegen finde ich es auch nicht besser und auch nicht erstrebenswerter, das ohne Sport zu schaffen, sondern ich möchte mich einfach dahin entwickeln, weil ich da halt die Erfahrung machen will. Und das ist aber gleichwertig, diese Erfahrung ist gleichwertig mit dem Sport, und die ist auch gleichwertig mit der Erfahrung, Hitler zu sein und alle umzubringen. Nur kann ich das nicht wirklich genau erklären, dass das gleichwertig oder warum das gleichwertig ist. Ja. Ach ja. Das wird aber noch was werden. Also ich habe bestimmt noch 10 Kilo an Gift in mir, aber darauf konzentriere ich mich kein bisschen. Das ist mir auch alles egal. Ich habe halt nur so ein bisschen Bange halt, wie das Umfeld dann reagiert, wenn ich dann so 55 Kilo oder so wiege. Also ich will, also das ist so meine Grenze, so 56 Kilo ist so meine unterste Grenze. Weil ich weiß halt, dass jemand oder dass Leute oder dass männliche Personen, die den Weg schon 10 bis 20 Jahre gehen und 10 Zentimeter kleiner sind als ich und deutlich weniger Muskulatur haben wie ich, ungefähr 50 Kilo wiegen oder wiegen werden. Und wenn ich dann halt das erst jetzt ein Jahr gegangen bin, 10 Zentimeter größer bin, deutlich mehr Muskeln habe, sonst an den Beinen, dann will ich nicht unter 56 Kilo wiegen. Also ich wiege momentan halt, wie gesagt, um die 65 oder 64. Und hätte ich das, wären meine Beine in den Proportionen des restlichen Körpers und auch der Rücken durchs Kreuzheben, dann würde ich jetzt schon 58, 57 Kilo wiegen. Aber an den Beinen hängt einfach so viel Muskulatur durch dieses krasse Training, das ist einfach unglaublich. Also das, meine Arme passen in die Beine 6-mal rein ungefähr, in die Oberschenkel.
Ich kann es gerade nicht zeigen, weil ich gerade completely bin. Weil mein Plan ist halt wirklich Säfte und saftige Früchte. Wenn mir das, also was immer hydrierend ist, also alles andere ist eigentlich ein Medikament. Also Medikamente, Mente von mental, Geist, das Geistige, Medika von Medikus, Medizin, behandeln, Behandlung. Das heißt, den Geist behandeln, das sind Medikamente, das sind zum Beispiel Trockenfrüchte, für mich mittlerweile auch eingeweichte Trockenfrüchte. Salat ist für mich mittlerweile auch ein schwaches, also ist in der Wirkung starkes Medikament, in der Nebenwirkung schwach, also ohne Hals. Begleitsymptome, das ist auf jeden Fall das beste Medikament, so Salat. Früchte, ganze Früchte sind aber auch ein Medikament. Mittlerweile, im Prinzip ist alles ein Medikament, was über die Atmung hinausgeht. Auch Wasser. Aber Wasser hat eine Wirkung, die halt keine, also ich weiß gar nicht, ob ich so sagen kann, das hat keinen nachteiligen Effekt. Also es vergiftet nicht neu, Fruchtsäfte auch nicht. Es hat halt keine negativen Nebenwirkungen. Ganze Früchte auch nicht, Salat auch nicht. Bei Bananen fängt es schon an. Das dehydriert, weil das deutlich weniger Wasser ist und dichter ist. Es hat so viel Zucker, wenn man zu viel von nimmt, dann wirkt das leicht säuerlich auf den Körper und klaut Mineralstoffe und was weiß ich alles noch. Dehydriert auf jeden Fall. Gemüsefrüchte sind oft zu mineralreich. Also Nummer 1 Medikament sind für mich Gemüsefrüchte und danach Salat. Aber wie gesagt, Früchte und Fruchtsäfte eigentlich auch, aber ich bin halt noch in einer Stufe, wo das normale, in Anführungszeichen, Ernährung ist. Deswegen ist ein Medikament für jeden was anderes. Für andere ist halt eine Zigarette dann ein Medikament, also was den Geist behandelt. Ist übrigens gesünder als Brot in meiner Ansicht. Trockenfrüchte sind definitiv Medikament, sogar eingeweichte für mich mittlerweile aus, wenn man das mit Salat kombiniert. Dann gleicht das halt so ein bisschen aus. Man kann die Bananen auch halt mit Salat kombinieren und ist mehr Flüssigkeit drin. Ansonsten vermischte Rohkost auf jeden Fall Medikament, Gewürze, Kräuter, Avocados ist ein starkes Medikament schon. Da brauche ich dann circa 2 Tage, um von zu entgiften, außer mein Stoffwechsel ist hoch. Also wenn ich gerade zufällig in der Phase bin, wo ich halt zweimal am Tag esse, Stoffwechsel nämlich hoch ist und ich esse dann eine Avocado, ist am nächsten Tag kein Ding mehr. Dann geht das klar. Aber Fett vergiftet immer, weil das, ja, keine Lust zu erklären. Ich bin trotzdem nicht wirklich müde irgendwie. Oh, wir sind wirklich bei 53 Minuten. Ich weiß auch nicht, ob ich das diesmal hochladen werde. Ich denke aber mal schon, weil diesmal habe ich sehr viel interessante Sachen eigentlich gesagt. Aber ich war trotzdem bis morgen, vielleicht sind wieder alles anders. War bisher bei den letzten beiden Vlogs so, am nächsten Tag hat mir es nicht mehr gefallen, was ich gesagt habe. Dieses ist auf jeden Fall wieder besser. Aber vielleicht ist das der nächste dann wieder noch besser und das lohnt sich dann gar nicht, den hier hochzuladen, weil der eine Stunde geht. Also was ich mir als Medikament darüber hinaus vorstellen kann, also über Früchte und Fruchtsäfte sind halt wirklich Gemüsefrüchte, was ich auch noch relativ regelmäßig habe, Salat. Und dann kommen halt so einfache Rezepte wie einfache Salate, also was wie Gurkennudeln mit Mango-Paprika-Dressing zum Beispiel. Ist dann schon mal kein Fett drin, aber Mango und Paprika kombiniert ist dann halt schon ja aufwendiger für den Körper und erdender, als wenn ich halt nur die Mangos esse. Oder sogar, wenn ich nur die Gemüsefrucht Paprika essen würde. Dann noch mit Gurke kombiniert, man drei Früchte. Also da habe ich bisher, also momentan
und seit längerer Zeit überhaupt kein Bedürfnis mehr nach noch sowas. Kann ich mir aber vorstellen. Und dann das dann sogar eventuell mit ein paar Salatblättern. Und so das Maximale wäre sogar sogar ein bisschen Babyspinat noch dabei. Aber mehr kann ich mir nicht mehr vorstellen eigentlich. Also es muss schon krass sein, dass ich dann halt irgendwie zu Mandeln greife oder zu Avocados. Und das am besten auch nur, wenn der Stoffwechsel hoch ist. Aber das ist natürlich ein Dilemma. Weil, also im Prinzip will ich das darüber hinaus, über diesen Babyspinat und diesen Salat, den ich geschildert habe, nicht gehen und das dann versuchen halt durch Meditation und durch Durchhalten und Disziplin einfach über mich ergehen zu lassen sozusagen. Und wenn ich das, und das, aber mein, ich bin mental halt viel besser dran und viel besser da und kann es viel besser überwinden, solchen Stress, wenn der Stoffwechsel hoch ist. Und genau das ist halt der Zeitpunkt, wo ich dann aber Dinge darüber hinaus auch besser toleriere. Ist ja logisch, weil die Avocado Prinzip ja auch wieder ein Stress ist, nur eine andere Schwingung hat. Es ist ein Medikament, aber gleichzeitig in der Nebenwirkung auch wieder ein Stressor, ein Stressfaktor. Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, während ich dann halt irgendwie wenig konsumiere, Stress zu kompensieren, indem ich was nehme, was auch neuen Stress verursacht. Aber der Vorteil ist natürlich, sonst hätte das Medikament ja gar keinen Sinn. Die meisten Medikamente in der Medizin haben ja auch keinen Sinn. Aber die Nebenwirkung der Avocado ist halt geringer als der ursprüngliche Stress. Und ich kann es über einen längeren Zeitraum abbauen insgesamt. Aber ich möchte eigentlich nicht in diesen Status und das dann lieber durch Meditation schaffen. Ja. Fruchtsäfte, Number One. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Das war jetzt ja auch genug.